Gestern Abend habe ich ganz normal meinen Brawl Stars Livestream gestartet. Aber während des Streams sind wirklich unglaublich komische Sachen passiert und vorgefallen. Und teilweise hat sogar auch der Star Park die Kontrolle übernommen. Also Freunde, ich habe es gerade eben im Pre-Intro schon erwähnt, ich habe gestern Abend nochmal eine Runde gestreamt. Es gab einen ganz normalen Stream, der Streamtitel war Ein Like gleich ein Gem, ein Format, was ich schon öfter mal gemacht habe. Das heißt, für jeden Like, den der Stream bekommt, habe ich dann tatsächlich am Ende einen Gem im Opening ausgegeben. Es gab einen Timer, der abgelaufen ist und am Ende des Timers habe ich dann geguckt, wie viele Likes der Stream hatte und daraufhin habe ich dann die Gems aufgeladen. An sich ein relativ cooler Stream, relativ cooles Prinzip, aber der Livestream gestern war doch etwas merkwürdig. Sagen wir es mal so. Angefangen hat es damit, dass bei unseren Nachbarn auf einmal der Affe extrem laut war und dass man ihn sogar im Stream gehört hat. Hä? Ah, Digga, unsere Nachbarn, ne? Das müsst ihr euch mal reinziehen, habt ihr es vielleicht gerade gehört? Unsere Nachbarn haben sich einfach einen freaking Affen geholt. Habt ihr es gehört? Der Stream ging dann ganz normal weiter. Zwischendurch hat es dann aber auch immer tatsächlich ein wenig gelaggt. Und ein Lag später, ich kann auch gar nicht mehr erklären, wie das Ganze passiert ist, hatte ich auf einmal kein T-Shirt mehr an. Das müsst ihr euch mal überlegen. Ich saß da einfach nackt in meinem Stream und ich habe es nicht gecheckt, weil das Problem ist, die ganze Zeit während des Streams konnte ich den Chat nicht richtig sehen und konnte nicht sehen, was meine Zuschauer als Nachrichten geschrieben haben. So, wir haben schon mal 20 Pokale haben wir schon mal. Okay, wir gehen in die nächste Runde rein. Also noch haben wir jetzt... Digga, der Timer ist auch irgendwie so ein bisschen am Hängen. Warte, wann habe ich den Stream gestartet? Weil es kann auch gar nicht sein mit dem Timer irgendwie. Und dann gab es wieder einen Wechsel und ich hatte auf einmal mein T-Shirt über dem Kopf, ja? Ich saß dann auf einmal so. So saß ich dann auf einmal in meinem Stream. Und wirklich, es hat alles gar keinen Sinn ergeben. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe das in dem Moment auch gerade selber nicht gecheckt. Und auch meine Zuschauer waren bis dahin wirklich echt immer sehr, sehr verwirrt. Oh, okay, Tagesgeschenkserie. Okay, die Tagesgeschenkserie sammeln wir jetzt einmal ein. So, wir haben Bandita Shelly. Nice. Okay, jetzt müssen wir nur die nächsten 14 Tage spielen. Und dann kam die erste komische Sache. Und ich möchte euch bitten, schnallt euch ein bisschen an. Es wird sehr, sehr komisch. 8000 Millionen Likes oder so in den Chat rein. Schreibt jetzt mal bitte die Like-Anzahl, wie gesagt, rein. Ja, Freunde, es wirkte so, als ob diese Maske, die in meinem Zimmer war, auf einmal Kontrolle über mich bekommen hat. Und das war dann auch die erste sehr gruselige Sache, die viele im Chat, ihr seht auch teilweise hier im Chat eingeblendet, nicht verstanden haben. Und was ich auch gut nachvollziehen kann, extrem gruselig fanden. Aber es geht weiter. Und jetzt kommt ein Part des Streams, wo ich mich jetzt auch im Nachhinein nicht mehr wirklich dran erinnern kann. Und zwar kann ich das jetzt nur anhand dieser Aufnahmen hier euch erklären. Wie gesagt, bei mir ist dieser Stream auch fast komplett aus dem Gedächtnis weg. Ich kann euch nicht mehr sagen, was da genau Sache war. Aber seht selbst. Hä? Digga, was ma... Wo kommt die Starpark-Musik her? This is your smile reminder. Smile. 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 Okay, so, wo ist denn jetzt der letzte Gegner? Dann ging es weiter. Auf einmal war ich oben links in der Ecke
über Kopf. Und mir war auch wirklich richtig schwindelig. Ich habe nicht mehr gecheckt, was Sache ist. Ich konnte zwar Brawl Stars das Ganze mal sehen, aber mir war richtig schwindelig. Alle mal Hashtag 100 in den Chat. So, okay. Ey, mir ist übel schwindelig gerade, ne? Ich habe mir das Gefühl, es steht alles Kopf bei mir. Digga, mein Kopf dröhnt gerade so hart. Ey! Wir haben einfach verloren, Mann! Ich wusste auch echt gar nicht mehr so recht, wie mir in dem Moment geschieht. Bis dann in der nächsten Szene auf einmal irgendjemand mir eine Unterhose auf den Kopf gesetzt hat. Wie peinlich ist das denn, Mann? Ich sitze da einfach im Stream mit einer Unterhose auf dem Kopf. Mega lost. Okay. Rein in die nächste Runde. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und dann kam, glaube ich, die Szene, wo ich vermute, die meisten gecheckt haben, dass dieser Stream wirklich nicht normal ist. Denn ich war auf einmal zweimal im Stream zu sehen. Unten links in der Ecke saß ich auf einmal und habe ein Eis gegessen. Digga, jetzt bin ich schon wieder gestorben. Wisst ihr, dass ich multitaskingfähig bin? Ich spiele jetzt einfach und ich esse nochmal zusätzlich ein Eis. Das ist cool. Und hier an der Stelle möchte ich euch dann einmal sagen, ihr habt es wahrscheinlich schon richtig bemerkt, der ganze Livestream war tatsächlich vorher aufgenommen. Und ich glaube, die meisten sollten dann auch an der Stelle gecheckt haben, yo, das kann ja gar nicht sein, dass Kevin da zweimal im Bild ist. Einmal zockt er da ganz normal und kommentiert und unten links isst er da einfach sein Eis. Ergibt doch gar keinen Sinn, oder? Also ich glaube, da sollten auch die meisten gecheckt haben. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr beim Stream dabei wart, dass das Ganze nicht wirklich alles so passen könnte. Bis dann zu guter Letzt nochmal eine Szene kam, wo der Star Park angeblich die Kontrolle über mich gewonnen hat. So, schnell durchjammen. Und zu guter Letzt hat dann auch nochmal Bruce meinen Stream übernommen und hat ein paar Boxen geöffnet. In den Chat rein, schnell. So, was tippt ihr jetzt? Also, was ist euer Tipp? Und jetzt nochmal alle einmal Supercell gönnen in den Chat reinschreiben. Ich hoffe mal, ich konnte den ein oder anderen von euch hops nehmen. Falls ihr es jetzt noch nicht ganz verstanden habt, der Stream war wie gesagt vorher aufgenommen. Und diese ganzen Sachen, die im Stream passiert sind, in Anführungszeichen, die wurden im Nachhinein per Effekt eingefügt. Und ich war natürlich in jedem Moment mir bewusst, was da passiert und dass ich auf einmal eine Unterhose auf dem Kopf habe. Aber schreibt mal gerne in die Kommentare, wer drauf reingefallen ist.